von Petra Likes Cooking und freue mich, dass ihr hier in meiner Küche seid. Heute zeige ich euch das Rezept vom Legendary BLC Burger. Beef Lamb Cheeseburger. Einfach köstlich, sage ich euch. Wir starten wie gewohnt mit der Zutatenliste, dann gibt es den detaillierten Arbeitsablauf und im Anschluss die Zusammenfassung in Kurzform. Und wer dann noch dranbleibt, kann sich noch ein paar Outtakes anschauen. Für 4 große Burger brauchen wir 650 Gramm Rindlamm gehacktes oder vegetarischen Ersatz, 200 Gramm würzigen Bergkäse, Conté, 4 XXL Sesambuns, eine Salatgurke, eine Ochsenherztomate, eine Handvoll Pflücksalat, 8 Esslöffel Delikatessmayonnaise, 4 Esslöffel Tomatenketchup, 150 Gramm pikanten Kräuterfrischkäse, Löwensenf extra aus der Tube. Als allererstes wollen wir uns mal eine große Schüssel, um dann das Hackfleisch dort reinzupacken. Das sind jetzt 650 Gramm Rindlamm gehacktes. Beim Fleischer eures Vertrauens direkt schon frisch zubereitet. So würde ich es auch machen. Die Zubereitung ist ganz einfach. Jetzt kommt ein Pöttchen Kräuterfrischkäse rein. Und zwar 150 Gramm sind das. Ich habe jetzt hier pikante Kräuter genommen, weil das etwas schärfer ist und ein bisschen aromatischer. Da braucht ihr auch jetzt nichts großartig abwiegen, weil wenn ihr 650 Gramm Hackfleisch habt, kommt hier jetzt das komplette Pöttchen Kräuterfrischkäse rein. Und jetzt einfach alles miteinander vermengen. Ihr braucht jetzt keine großartigen Gewürze dazufügen. Einfach nur dieses Frischkäsepöttchen rein, gut durchkneten und das war's. So, wenn ihr alles gut durchgemengt habt, könnt ihr es erstmal an die Seite stellen und euch erstmal die Hände waschen gehen. Als nächstes schneiden wir die Tomaten in Scheiben, dann noch die Gurken, weil wir brauchen für jeden Burger brauchen wir eine Scheibe von den großen Ochsentomaten, 4 bis 5 Scheiben von den Gurken und dann natürlich auch noch den Bergkäse, den wir in Scheiben schneiden müssen. Ich habe mich deshalb für den Bergkäse, für den Conté entschieden, weil der halt so super würzig ist und auch dann noch richtig schön schmilzt, dass der auch das wirklich super Erlebnis, Geschmacksgefühl dann im Mund bietet. Einige von euch kennen den Bergkäse schon, den Conté, und zwar von einem meiner alten Rezepte. Schaut mal hier. Das ist die Quiche Lorraine, wo ich den schon mal verwendet habe. Dann gibt es noch Salat dazu, der dann auch noch in den Burger gepackt wird. Wenn ihr jetzt einen Eisbergsalat gewählt haben solltet, weil ihr was anderes nicht hattet, dann könnt ihr den genauso nehmen oder einen Kopfsalat. Ich habe jetzt hier Pflücksalat, den ich selber auf dem Balkon, im Balkonkasten gezogen habe. Und den hatte ich dann schon jetzt in entsprechend kleine Blätter halt abgerupft. Und da brauche ich jetzt nichts weiter klein schneiden, weil das schon die richtige Größe hat. Wie gesagt, eine Tomatenscheibe, 4 bis 5 Gurkenscheiben, 2, 3 Scheiben von dem Bergkäse und dann seid ihr schon bestens vorbereitet, um dann mit dem Braten starten zu können. Jetzt kommt der letzte Step der Vorbereitung. Wir kümmern uns um die Burger Buns. Die müssen jetzt erst nochmal aufgeschnitten werden. Ich habe hier jetzt keine selbstgebackenen, aber die großen gekauften, weil wenn, dann möchte ich einen Burger haben, wo richtig was drin ist. Die werden dann jetzt aufgeschnitten und dann noch getoastet bzw. angeröstet. Die kommen jetzt einfach rein in den Toaster und gib ihm. Die sollen natürlich nicht schwarz werden, sondern nur ein bisschen gleichmäßig von beiden Seiten angeröstet werden. Also mal so ein bisschen das Auge drauf halten, damit sie nicht verkohlen. Sinn der Sache ist, wenn wir die ganzen Sachen drauflegen, dass es nicht allzu matschig wird. Die sind knusprig geworden, aber nicht braun und genauso sollen sie auch sein. Die beiden lege ich jetzt schon mal auf einen Teller. Gut, als nächstes bereiten wir die Burger vor. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir auf der Unterseite erstmal Mayonnaise auftragen. Dann kommen Salatblätter darauf. Erstmal nur von der einen Seite und einmal umdrehen, damit ihr schön noch eine Mayonnaise-Schicht oben drauf habt. Weil da könnt ihr jetzt die Gurkenscheiben drauflegen. So, und auf die andere Seite, auf den Deckel, da kommt jetzt Ketchup drauf. Und auf die Gurkenscheiben kommt jetzt jeweils ein bisschen Senf drauf. Somit sind sie jetzt erstmal perfekt vorbereitet. Jetzt geht es zum Braten. Jetzt nehmen wir das gut durchgezogene Hackfleisch und wiegen jeweils 200 Gramm ab, um vollständige Patties machen zu können. Ich bevorzuge 200 Gramm Patties, weil wir wollen große Burger haben, weil wir haben großen Hunger auf diese großartigen Burger und deshalb 200 Gramm Patties. Ich mache das ganz einfach mit der Hand, geht für mich am schnellsten. Und dann lege ich sie kurz an die Seite, bis ich alle geformt habe, um sie dann braten zu können. Als nächstes heizen wir dann die Pfanne vor. Und zwar hat mein Herd die Einstellung mit 9, das ist die höchste Einstellung. Und ich heize es jetzt auf 7, heize ich die Pfanne vor. Alles ohne Fett und ohne Öl.
weil das Rind Lamm gehackt ist. Die Patties, die haben ja auch noch die Frischkäsecreme drin. Und das alles zusammen ist genügend Fett, dass es dann im eigenen Fett auch braten kann. Also, dass ihr nicht noch zusätzlich noch Öl oder irgendetwas hinzufügen müsst. Jetzt wartet ihr, bis die Pfanne schön heiß geworden ist. Und dann könnt ihr die Patties reinlegen. Das noch schön angedrückt, damit er schön in die Breite geht und nicht so ein kleiner dicker Berg entsteht. Weil wir wollen ja Patties machen und kleine Frikadellen. Und jetzt schön vor sich hin brutzeln lassen. Ab und zu mal vielleicht die Pfanne bewegen. Und falls sie zwischenzeitlich sich nochmal dick wieder zusammenziehen, einfach nochmal platt drücken. Ah, ich freue mich schon drauf, wenn die gleich fertig sind und dass ich dann so richtig schön da reinbeißen kann, weil wird so ein schöner, saftiger, würziger Burger, weil dadurch, dass wir Rind und Lamm zusammen kombiniert haben, durch den würzigen Frischkäse, der ja dann auch noch in dem Fleisch enthalten ist, haben wir dann auch noch ein richtig schönes, würziges Erlebnis, dass das auch noch diese Fleischaromen noch rausarbeitet. Dann noch mit diesem saftigen Fleisch, dann noch mit dem Burger drumherum, mit dem frischen Gurke, frischen Salat. Deshalb legendary. Diese Burger machen wir auf diese Art und Weise schon seit Jahrzehnten. Und jeder, der bei uns zum Essen kam und diese Burger probiert hat, war voll begeistert und wollte sie jedes Mal wieder haben, wenn er dann bei uns zu Besuch kam und wir gefragt haben, was wir zu essen kochen sollen. Ja, und von daher sind das die legendary BLC Burger. Und immer schön auch andrücken, dass er das dann auch noch mal brutzeln hört. Dann kommt nämlich auch das Fett unten noch raus und sie werden halt nicht so extrem dick. Und unsere Kinder freuen sich jetzt ganz besonders, dass wir dieses Rezept hochladen, weil die haben schon immer danach gefragt und auch deren Freunde. Und von daher, das ist wirklich ein Familienrezept von uns. Und jetzt könnt ihr es auch nachkochen. Ihr müsst es einfach probieren. Also wenn ihr jetzt seht, dass unten in der Pfanne das schon braun wird, dann könnt ihr sicher sein, es dauert nicht mehr lange, dass ihr umdrehen könnt, weil der richtige Zeitpunkt ist, wenn oben drauf der Fleischsaft austritt, dann könnt ihr die Patties wenden. Solltet ihr Vegetarier sein oder Veganer, dann könnt ihr das natürlich auch mit den vegetarischen Produkten entsprechend zubereiten, mit dem Frischkäse gegebenenfalls für die Vegetarier. Ansonsten könnt ihr auch noch mal schauen, was ihr dann nehmen wollt, weil wir hatten auch mal einen Bulettenbattle aus der Partypan. Schaut mal hier, da haben wir die Sachen mal miteinander verglichen. Und was natürlich auch geht, wenn ihr gerade Glück haben solltet, dass ihr Rehfleisch da haben solltet, dann könnt ihr auch Rehfrikadellen machen, beziehungsweise Rehbuletten. Hier, schaut mal, die habe ich auch schon mal gemacht. Das wird sich auch ganz fantastisch auf so einem Burger machen. Jetzt kommt als nächstes der Käse drauf. Der muss ja auch noch vielleicht vor sich hin schmelzen. Da werden jetzt hier so 2-3 Scheiben draufgelegt, dass das oben vollständig bedeckt ist. Wie das schon duftet! Weil der Käse gleich fertig ist, lege ich schon mal die Unterseite von den Burgern jeweils auf den Servierteller. Da kommt dann gleich das Patty drauf mit dem Käse. Okay, der Käse ist schon schön geschmolzen. Jetzt können wir das Patty auf das Brot legen. Dann kommt eine Tomatenscheibe obendrauf, nicht zu vergessen. Sieht das nicht toll aus? Und jetzt der Deckel mit dem Ketchup oben. Fertig. Und nun geht's ans Probieren. Ha! So, man kann ja so einen Burger auf vielerlei Arten essen, aber am interessantesten ist es ja immer, wenn man ihn dann komplett in die Hand nimmt. Ist zwar die größte Sauerei, weil der halt so saftig ist, aber so wird ein Burger gegessen. Los geht's. Ich glaube, die Legende wird bei uns weitergehen. Sowas von lecker. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Auch wenn ich jetzt hier bekleckert bin, hochdreht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr mich abonniert, fände ich das natürlich auch riesig. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr eins meiner nächsten Rezepte natürlich auf jeden Fall mit. Wer weiß, was ich demnächst noch alles euch zeigen kann. Bis dann. Tschüss. Das Hack mit dem Kräuterfrischkäse vermischen, gut durchkneten und beiseite stellen.
Gemüse und Käse in Scheiben schneiden. Pro Burger je eine Scheibe Tomate, 4 Scheiben Gurke, 3 Scheiben Käse und ein paar Salatblätter bereitlegen. Die Buns vorsichtig halbieren und im Toaster anknuspern, ohne sie zu bräunen. Die Unterseite der Buns mit je 2 Esslöffel Mayonnaise bestreichen. Die Salatblätter darauf verteilen, andrücken und dann umdrehen. Als nächste Schicht je 4 Scheiben Gurke auf den Salat legen. Je 1 Esslöffel Ketchup auf der Oberseite der Buns verteilen. Je 1 Tupfer Löwensenf auf jede Gurkenscheibe setzen. Von der durchgezogenen Hackfrischkäsemasse 4 Kugeln à 200 Gramm abwiegen, gut durchkneten und zu flachen Patties formen. Pfanne auf höherer Hitze vorheizen und die Patties ohne Zugabe von Fett darin zunächst auf der einen Seite scharf anbraten. Falls sie sich zusammenziehen sollten, mit dem Pfannenwender flach drücken. Wenn der Saft auf der Oberseite austritt, die Patties wenden und von der anderen Seite scharf anbraten. Kurz vor dem Ende der Bratzeit je 3 Scheiben Bergkäse auf die Patties legen und schmelzen lassen. Sobald der Käse geschmolzen ist, die Patties aus der Pfanne nehmen und auf die Senfschicht auf der Unterseite der Buns platzieren. Danach eine Tomatenscheibe oben auf den Käse legen und die Burger jeweils mit der Oberseite der Buns vollenden. Alles leicht andrücken und sofort servieren. Fertig sind die Legendary BLC Burger. Guten Appetit! Richtig schön gewürzt ist mit dem, mit der Frischcreme, mit der Frischkäse. Mach nochmal, du hast Zeit während des. Und das hier sind wirklich Burger von, und das sind wirklich Burger, wo die, nein, das müsst ihr unbedingt nochmal nachmachen. Sagt mir, wie es euch gefallen hat. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Auch wenn ich jetzt ein bekleckertes Gesicht habe. Wer weiß, was ich noch in meinem Familienschatzkiste mit den Rezepten. Wer weiß, was sich ansonsten noch so bei meinen Familienrezepten alles befindet.